Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich bin Nika von Nikas Lesewahnsinn und habe für euch heute einen Einblick in ein Lesevideo von mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute habe ich für euch Nächte wie Mondsilber im Gepäck von der lieben Carola Leipert. Ich durfte euch bereits den ersten Teil vorstellen, der hieß Tage wie Sonnengold und es geht in beiden Büchern um Hannah und Adrian. Wer das erste Buch gelesen hat, wird wahrscheinlich genauso neugierig wie ich zurückgeblieben sein, wie es wohl um die beiden weitergeht, denn es lief nicht alles so rosarot, wie man dachte. Wer noch nicht Tage wie Sonnengold kennt, sollte sich auf meinen YouTube-Channel einmal umschauen, denn ich habe dort den Anfang des Buches genauso eingelesen wie Nächte wie Mondsilber jetzt. Ja, ich würde euch einmal gerne mitnehmen auf eine weitere Reise mit Hannah und Adrian und bin ganz gespannt, wie es euch gefallen wird. Ich kann euch sagen, dass ich Carola als Autorin an meiner Seite niemals missen möchte. Ich mag ihren Schreibstil, ich mag ihre Bücher sehr, denn es ist wirklich ein Abschalten vom Alltag, einfach abtauchen in die Geschichte und schöne Lesestunden haben. Heute, wie gesagt, drehen wir uns um Nächte wie Mondsilber. Über die Autorin. Carola Leipert schreibt stilvolle Geschichten über die Liebe und das Leben. Ihr Biologiestudium verschlug sie 2003 nach Südafrika, wo sie längere Zeit arbeitete. Hier entstand die Idee für ihren Debütroman Das Tal des Zebras. Sie lebt heute mit ihrer Familie in Hessen. Weitere Informationen über die Autorin findet ihr auf ihrer Internetseite. Für Nina, Freundin, Vertraute, Weggefährtin. Danke für zwei einmalige Tage in Paris. Ich werde sie für immer in meinem Herzen tragen. Prolog. Hannah. Manche Beziehungen enden dort, wo man es nie vermutet hätte. Meine in einem Flughafenrestaurant. Hendrik saß mir gegenüber und versuchte immer noch, seinen Arsch zu retten, doch es war zu spät. Er hatte sich immer weiter in seinen Lügen verstrickt, aus denen es jetzt kein Entkommen mehr gab. Hannah, muss es denn so enden mit uns? Fragte er. In seiner Stimme schwang ein Flehen, das vorgetäuscht klang und alles nur noch schlimmer machte. Offenbar schon, antwortete ich kühl. Ich empfand nichts mehr für diesen Mann, außer Verachtung und wollte so schnell es ging weg von ihm. Ich spürte den letzten Schluck meines Kaffees hinunter, der so bitter schmeckte wie Hendriks Verrat an mir und stand auf. Da du ja immer penibel darauf geachtet hast, keine Dinge aus deinem Leben in meiner Wohnung zu lassen, brauchst du nicht mal etwas abzuholen, sagte ich, reifte mir mein Jäckchen über. Ich wünschte, ich könnte dir alles Gute wünschen, Hendrik, aber selbst dafür reicht es nicht mehr. Fahr zur Hölle und komm nie wieder zurück. Ohne einen letzten Blick auf ihn ergriff ich meinen Koffer, drehte ich mich um und verließ das Restaurant, den Flughafen und eine Beziehung mit einem Mann, die nur auf Lügen und Manipulation aufgebaut gewesen war. Kapitel 1, Hannah. Wie ferngesteuert hatte ich die letzten zwei Wochen verbracht. Ich hatte ordentlich, wie immer, meine Arbeit erledigt, meine Einkäufe getätigt, die Wohnung geputzt, Wäsche gewaschen und den Balkon winterfest gemacht. Als wäre nichts vorgefallen. Als hätte es die Namibia-Reise nicht gegeben. Als würden Hendriks perfider Betrug an mir und meine Gefühle für Adrian nicht existieren. Offenbar beherrschte ich das Verdrängen meisterhaft. Von Adrian hörte ich nichts in diesen zwei Wochen, jedoch war das kaum verwunderlich. Am Ende hatte ich mein Ziel erreicht, die ganze Wahrheit erfahren und doch, so wie es schien, alles verloren. Hendrik allerdings meldete sich dafür ungewöhnlich oft. Er schickte mir ein paar reumütige Nachrichten, die ich ihm jedoch nicht abnahm. Und dreimal in den zwei Wochen hatte er sogar angerufen. Ich wusste nicht, was er damit erreichen wollte, denn das, was ich erfahren hatte, sprach für sich. Ich ignorierte ihn, genauso wie er mich ignoriert hatte, als ich in Namibia mit seinem Bruder durchs Land gereist war, während er angeblich zu viel Arbeit hatte, um mit mir reisen zu können und sich dabei in Wirklichkeit mit Annabelle in seinem Bett vergnügte. Allein bei dem Gedanken daran stieg er mir schon Übelkeit auf. Nur Adrian hatte ich es zu verdanken, dass ich überhaupt am Ende die Wahrheit erfahren hatte. Adrian. Schnell wischte ich mir eine Träne aus den Augenwinkel. Nein, er war es nicht wert, Tränen zu vergießen. Er war mit dem Wissen um das Treiben seines Bruders drei Wochen mit mir durch Namibia gereist, ohne mir davon ein Wörtchen zu verraten.
Das würde ich ihm so schnell nicht verzeihen, wenn ich überhaupt je dazu in der Lage wäre. Wieder vibrierte das Handy und Hendriks Name leuchtete mir vom Display entgegen. Das musste endlich ein Ende haben. Seufzend nahm ich den Anruf entgegen. Was willst du noch? Fuhr ich ihn genervt an. Hanna! Seine Stimme hatte wieder diesen verzweifelt dramatischen Unterton. Glaubt er ernsthaft, ich kaufe ihm das ab? Wenn du nicht sofort aufhörst, mich anzurufen und anzutexten, werde ich dich blockieren, schnauzte ich ihn an. Können wir nicht nochmal über alles reden? Vielleicht dieses Wochenende? Du kommst zu mir und wir gehen schön essen. Und am Sonntag helfe ich dir ganz spontan bei einem Event aus, weil mal wieder einer deiner Studenten krank geworden ist, richtig? Mein Ton wurde jetzt so scharf wie eine Brotmaschine. Woher weißt du? Entgegnet der Lahm. Hendrik, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich in den 5 Jahren nicht mitbekommen habe, wie du die Menschen in deinem Leben für deine Zwecke einspannst. Ich sprang förmlich durchs Telefon. So ein verdammter Mistkerl. Es ging also mal wieder nur um seinen Vorteil. Damit das ein für alle Mal klar ist, ich bin nicht mehr interessiert. Weder dein naives Püppchen zu sein, das du nach Bedarf für dein Geschäft einspannen kannst, noch sonst irgendwas. Ist es immer noch wegen Annabelle? Fragt er. Das hat doch gar nichts bedeutet, Hase. Ich war nur gestresst und etwas vom Weg abgekommen. Ich lachte laut auf. Hatte der das jetzt tatsächlich gesagt? Unglaublich. Deine Annabelle interessiert mich einen Scheißdreck, genauso wie du. Und nur damit du es weißt, wir sind quitt. Denn ich habe in Namibia mit deinem Bruder geschlafen. Eigentlich hatte ich das für mich behalten wollen. Doch er würde nie aufhören, wenn ich es jetzt nicht mit ins Spiel brachte. Wobei ich mittlerweile keine Schuldgefühle mehr deswegen verspürte. Ich konnte hören, wie er scharf die Luft einsog. Dann schwieg er. Das hatte ihm glatt die Sprache verschlagen. Wie bitte? Krächzte er ins Telefon. Wow, es schien ihn härter zu treffen, als geahnt. Oder auch das war wieder nur gespielt. Wer wusste das schon? Wir sind quitt, wiederholte ich noch einmal. Also lass dein Gejammere und deine blöden Versuche, mich wieder für deine Zwecke zu missbrauchen, oder ich blockiere dich. Zischte ich ihm entgegen und legte auf. Hoffentlich hat er es jetzt endlich verstanden und ließ mich in Ruhe. Müde und erschöpft griff ich nach der Flasche südafrikanischen Cabernet, die ich mir heute auf den Heimweg besorgt hatte, und entkorkte ihn. Nachdem ich ein paar Schlucke getrunken hatte, ließ ich meinen Tränen endlich freien Lauf, ein ganzes Wochenende lang. Ich unterdrückte nicht mehr den Selbsthass, den ich in mir trug, weil ich Hendriks perfides Spiel nicht durchschaut hatte. Ich unterdrückte nicht mehr die Wut auf Adrian, der mich 3 Wochen lang angelogen hatte und erst im allerletzten Moment mit der Wahrheit herausgerückt war. Ich unterdrückte nicht mehr die Sehnsucht, die ich trotz allem nach Adrian versprühte und die mir nur noch schlimmeren Schmerz zufügte. Wäre ich doch einfach am Flughafen umgedreht und nicht mit Adrian geflogen. Doch was hätte es gebracht? Nichts, außer dass die Wahrheit vielleicht schneller ans Tageslicht gekommen wäre. Vielleicht aber auch nicht. Während ich in den Cabernet in mir versenkte und meine Wahrnehmung immer schummriger wurde, musste ich mir eingestehen, dass diese 3 Wochen Roadtrip durch Namibia gemeinsam mit Adrian das Schönste gewesen waren, was ich in meinem bisherigen Leben hatte erleben dürfen. 2 Tage und Nächte gestattete ich mir zu leiden wie noch nie zuvor. Ich ging nicht vor die Tür, vergrub mich unter meiner Wolldecke auf der Couch und ließ all den Schmerz, die Wut, die Scham und die Sehnsucht durch mich hindurchbranden. Am Sonntagabend räumte ich jedoch das Chaos auf, machte einen Spaziergang durch den Bergpark in Kassel bis hoch zum Herkules. Während ich im warmen Licht der untergehenden Sonne auf der steinernen Treppe saß und auf den Park und die Stadt weit unter mir blickte, fasste ich einen Entschluss. Ich würde mein bisheriges Leben umkrempeln und es endlich so gestalten, wie ich es wollte. Meine Eltern hatten keine Macht mehr über mich und meine Entscheidung. Ich hatte meinen Fesseln endgültig in Namibia abgestreift und war bereit, ganz und gar die Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Hendrik und Adrian hatte ich ebenfalls hinter mir gelassen und mit ihnen ein Leben, von dem ich dachte, dass es das Richtige für mich wäre.
Nun fühlte ich mich mutig und frei, um die Zeit, die vor mir lag, nach meinen Wünschen zu gestalten. Am nächsten Tag nutzte ich meine Mittagspause, um meine neu entdeckte Selbstbestimmtheit direkt in die Tat umzusetzen. In einem kurzen Telefonat mit der Volkshochschule hatte ich mich für einen Aquarellkurs angemeldet, der einmal die Woche immer Mittwochabend stattfand. Der Kurs hatte zwar bereits begonnen, doch ich konnte trotzdem noch einsteigen. Das bedeutete für mich, schnellstmöglich Malunternehmen zu kaufen, die ich in 2 Tagen das erste Mal den Kurs besuchen würde. Sogar Traudel, meine Kollegin, fiel auf, dass ich innerhalb kürzester Zeit verändert wirkte. »Was ist denn mit dir los?«, fragte sie lächelnd, als ich ihr einen Schoko-Brownie an ihren Arbeitsplatz servierte, den ich auf dem Weg zur Arbeit am Morgen noch in der Bäckerei erstanden hatte. »Ich habe mich soeben für einen Aquarellkurs angemeldet«, antwortete ich freudestrahlend. »Echt jetzt? Du gehst unter die Künstler? Na, lass das nicht unserem Prof hören«, schmunzelte sie. »Was soll ich nicht hören?« Professor Grunwalds Oberkörper tauchte am Tresen auf. Ein Lächeln umspielte die Lippen des sanftmütigen Gesichts des alten Herrn. »Unsere Hanna geht jetzt unter die Künstler«, antwortete Traude strahlend. »Tatsächlich?« Er sah mich an und ich reichte ihm die Kursliste für den nächsten Tag. »Naja, es ist nur ein Aquarellkurs für Anfänger an der Volkshochschule«, murmelte ich verlegen. »Jeder hat einmal klein angefangen.« Er schenkte mir ein kleines Lächeln und warf dann einen kurzen Blick auf die Liste. »Hat sich Frau Levy wegen des Vortrags gemeldet?« »Nein, bisher noch nicht. Soll ich sie noch mal kontaktieren?«, fragte ich und griff nach einem Stift, um mir eine kurze Notiz zu machen. »Wenn sie sich bis morgen nicht gemeldet hat, dann schicken Sie ihr noch mal eine E-Mail. Vielleicht hat sie es im Trubel der anstehenden Vernissage einfach aus den Augen verloren. Was kann passieren?« Er wandte sich zum Gehen. »Ach, Hanna?« Ich sah von meinem Schreibtisch auf, an dem ich mir soeben eine Notiz für morgen auf einem Post-it gemacht hat. »Ja, Professor Grunwald, wenn Ihr Aquarellkurs fertig ist, würde ich gerne einen Blick auf Ihre Bilder werfen. Sie haben ein gutes Auge, was die Malerei angeht, vor allem die zeitgenössische. Vielleicht haben Sie ja einen ebenso talentierten Pinselstrich.« Er zwinkerte mir aufmunternd zu und verließ dann das Büro. Nicht, dass mich das jetzt unter Druck setzen würde, murmelte ich vor mich hin und seufzte auf. »Er ist einfach genauso neugierig wie ich«, sagte Traudel fröhlich. »Du musst mir auf jeden Fall am Donnerstag berichten, wie es war.« Ich lachte auf. Warum nur habe ich nicht meinen Mund gehalten? Direkt nach Feierabend fuhr ich in die Stadt, um in einem Künstlerbedarfsladen meine ersten Malutensilien zu erstehen. Ich war aufgeregt wie ein kleines Kind, das sich etwas im Spielzeugladen aussuchen darf. Nur war das hier viel besser, zumindest was mich betraf. Ich war immer noch geprägt von dem Geiz meines Vaters und der Sparsamkeit meiner Mutter und so wandelte ich durch den Laden, als wäre ich auf einen anderen Planeten gelandet. Warum nur war ich niemals zuvor hierher gekommen? Es gab alles, was das Bastler- und Künstlerherz begehrte. Staunend schlenderte ich durch den Eingangsbereich, der mit Papeterieartikeln bestückt war. Streifte durch die Gänge mit Modelliermasse, Perlen und diversen anderen Bastelutensilien und betrat ganz am Ende erst den Bereich für Malerbedarf. Vorsichtig strich ich mit den Fingerspitzen über die Pinsel und bestaunte die Vielfalt. Wie sollte ich mich hier nur zurechtfinden? »Kann ich Ihnen behilflich sein?« hörte ich eine Frauenstimme hinter mir. Ich drehte mich um und blickte in das Gesicht einer älteren Dame, die mir ein warmes Lächeln schenkte. »Ich möchte mit dem Aquarellmalen beginnen. Weiß sie doch nicht, welche Pinsel und Farben ich benötige«, antworte ich. »Kein Problem, da kann ich Ihnen weiterhelfen. Ich zeige Ihnen gern verschiedene Sets, die wir im Sortiment haben, aber auch Einzelartikel. Da können Sie sich ganz in Ruhe entscheiden, mit was Sie beginnen möchten.« Sie ging ans Ende des Regals und zog ein Set nach dem anderen heraus, erklärte mir Vor- und Nachteile und weihte mich dann in die verschiedene Auswahl von großen und kleinen Malblöcken und Papieren ein. Zum Schluss zeigte mir sie noch einzelne Farbtuben und Kästen und erklärte mir die unterschiedlichen Pinsel. Nie hätte ich gedacht, dass es so eine Vielfalt gab. Es war, als würde ich in ein geheimes Mysterium eingeweiht werden. Staunend lauschte ich ihren Ausführungen, stellte hier und da eine Frage, betastete Papier und Pinsel und bekam vor lauter Aufregung glühende Wangen. Am Ende verließ ich den Laden mit 2 verschiedenen Malblocken, diversen Pinseln und einem kleinen Malkasten mit Aquarellfarben. Ich trug meine Tasche mit den Einkäufen wie einen kleinen Schatz nach Hause.
Auf dem Nachhauseweg spürte ich plötzlich ein aufkommendes Verlangen, Adrian anzurufen und ihm von meiner ersten kleinen Schritt in ein neues Leben zu erzählen. Ich konnte sein Gesicht vor mir sehen und die Begeisterung, die sich daran bilden würde, wenn er davon wüsste. Doch jedes Mal, wenn ich an ihn dachte, holte mich die Vergangenheit wieder ein und ließ all die schmerzhaften Erinnerungen wieder aufleben. Sie legten sich wie ein dunkler Schatten über all die wundervollen Momente, die ich mit ihm erlebt hatte, und verstrickte das Gefühl, etwas aus meinem Leben mit ihnen teilen zu wollen. Kapitel 2, Adrian. 2 Wochen war es her, dass ich mit Hannah aus Namibia zurückgekommen war. Eine Reise, die in einer Auseinandersetzung mit Henrik am Flughafen geendet hatte und so eskaliert war, dass ich am Schluss Hannah doch den letzten Teil der Wahrheit offenbart hatte. Seitdem herrschte absolute Funkstille. Zwischen Hannah und mir, aber auch zwischen Hendrik und mir. Ersteres wunderte mich nicht, letzteres hingegen schon. Denn vor dem Abflug nach Namibia hat er mir ja extra eingeschärft, Hannah unter gar keinen Umständen die Wahrheit zu sagen. Doch meine Gefühle für sie waren am Ende stärker gewesen als die Angst vor meinem Bruder. Und so hatte ich sie förmlich herausgeschehen und mich dann wie ein feiger Hund davon gemacht. Seitdem verging kein Tag, an dem ich mich fragte, wie die Situation am Flughafen ausgegangen war und ob Hannah diesen wenigstens mit hoch erhobenen Haupt hatte verlassen können. Ohne etwas zu schmecken, schaufelte ich mir meine Bratkartoffeln rein, die ich mir noch schnell in die Pfanne gehauen hatte. Es war ein langer Abend gewesen. Die Band, für die wir die Technik gemacht hatten, hatte mehrere Zugaben gespielt und dadurch hat sich alles verzögert. Als wir das Technik-Equipment schließlich verstaut hatten und endlich nach Hause konnten, war es schon weit nach Mitternacht gewesen. Ralf hatte mir zwar angeboten, noch auf einen Absacker ins Pint mitzukommen, doch ich hatte abgelehnt. Eine neue Seite an mir, die die Jungs immer wieder dazu brachten, sich über meine Sinneswandel lustig zu machen. Ich aber wusste es besser. Würde ich mich darauf einlassen, in der miserablen Stimmung, in der ich mich momentan befand, würde es ins totale Chaos führen. Der Alkohol würde meine Emotionen außer Kontrolle bringen und das ging bei mir selten gut aus. Deshalb hatte ich lieber die Witzeleien über mich ertragen und war nach Hause gefahren, anstatt mich volllaufen zu lassen. Wie immer nach solchen Abenden war ich zwar müde, trotzdem aber noch zu aufgedreht, um sofort einschlafen zu können. Daher nahm ich meinen Laptop auf die Knie. Normalerweise setzte ich mich in solchen Momenten noch etwas an meinen Rechner und mein Keyboard, doch seit meiner Rückkehr aus Namibia hatte ich das kleine Tonstudio, das ich mir aufgebaut hatte, nicht mehr angerührt. Die Inspiration war mit Hannah verschwunden. Also klickte ich wie jeden Abend auf den Ordner mit den Namibia-Bildern und sah sie mir an. Eins nach dem anderen, immer die gleiche Reihenfolge. Und immer lösten sie den gleichen Schmerz aus, den ich ertrug, weil ich ihn verdient hatte. Ich hatte Hannah belogen, weil Hendrik mich erpresst hatte. Denn meine Gefühle für Hannah waren so stark gewesen, dass ich am Ende nur mit der Wahrheit gehen konnte, um mich selbst nicht ganz zu verlieren. Dadurch hatte ich jedoch Hannas Vertrauen für den Rest meines Lebens verspielt. Das war der Preis gewesen. Als ich zur Aufnahme von Hannah im Kücherbaumwald kam, in der sie in einem unbeobachteten Moment fotografiert hatte, bildete sich ein Kloß in meinem Hals. Ich hatte genau in dem Moment auf den Auslöser gedrückt, in dem sie kurz davor gewesen war zu zeichnen, aber dann abgebrochen hatte, weil ihre Vergangenheit sie daran gehindert hatte. Sie in diesem Moment so verletzlich und hilflos zu sehen, zerriss mir innerlich, egal wie oft ich das Foto ansah. Ihr Vater hatte sie in ihrer Kindheit gefügsam gemacht, hatte ihr alle Flausen so vehement ausgetrieben, dass es sie bis heute verfolgte. Doch auf unserer Reise durch Namibia hatte sie endlich die Ketten sprengen können, in die er sie gelegt hatte, und sich Stück für Stück ihre Liebe für das Zeichnen wieder zurückerkämpft und damit auch ihr inneres Strahlen wieder freigelassen. Sanft ließ ich meinen Finger über das Bild vor mir auf dem Bildschirm gleiten. Die Sehnsucht nach ihr nahm mir den Atem. Wird es jemals erträglicher werden, das Gefühl nach ihr? Am nächsten Morgen schlief ich aus und ging anschließend eine Runde um den Block. Ich musste erst wieder am Abend arbeiten und hatte den ganzen Tag Zeit abzuhängen. Wieder zurück in der Wohnung wollte ich mich mit einem Kaffee auf den Balkon setzen, als es an der Tür klingelte. Es war Hendrik. Doch ein Blick in seine Augen reichte mir, um zu wissen, dass das kein Freundschaftsbesuch war. Mein Bruder schäumte vor Wut und ich konnte nur ahnen, warum. »Du siehst aus, als wärst du hier, um mit mir einen Kaffee zu trinken«, begrüßte ich ihn und verschränkte die Arme vor der Brust und versperrte ihn den Weg in meine Wohnung. »Du Wichser, hast meine Freundin gevögelt?«, fuhr er mich an. »Was fällt dir ein? Kannst du nicht einmal einen deine Scheißfinger von meinen Sachen lassen?« »Sachen?«, echote ich. »Du bezeichnest Hannah als eine Sache?«
Der Drang, ihm direkt eine reinzuschlagen, stieg von Sekunde zu Sekunde. Doch ich hatte keine Zeit mehr zu reagieren, denn er stürmte einfach auf mich los. Geschickt wich ich ihm aus, sodass er durch den Schwung mit der Schulter gegen die Wand knallte. Ah! Er verzog schmerzhaft das Gesicht. Du verfluchter Mistkerl! Er rappelte sich wieder auf und kam bedrohlich auf mich zu. Doch er konnte mir keine Angst mehr machen. War das geplant, hm? Kleiner Racheakt gegen deinen Bruder, weil er dich auf diese Reise geschickt hat? Böse starrte er mich an, während er vorsichtig seine Schulter betastete. Du glaubst ernsthaft, ich habe mit Hannah geschlafen, um die eins auszuwischen? Du hast sie doch nicht mehr alle. Ungläubig schüttelte ich den Kopf und stieß einen zynischen Lach aus. Du bist echt krank, weißt du das? Ich wandte mich von ihm ab. Komischerweise verspürte ich keinerlei Impuls, mich mit ihm hier auf der Stelle zu prügeln. Namibia hatte mich verändert. Hannah hatte mich verändert. Sie hat mich verlassen, spie er mir entgegen. Gott sei Dank. Sie war offenbar so schlau gewesen, sich aus seinen Fängen zu befreien. Was regst du dich so auf? Das war doch dein Plan, entgegnete ich daher nur. Sie sollte mich nicht verlassen, weil sie rausfindet, dass ich eine Affäre habe, du Idiot. Was hat denn dann? Weil du zu viel arbeitest? Ich verstand nicht mehr, wobei es ihr eigentlich ging. Ja, verflucht. So hätte ich sie jederzeit wieder bitten können, mir auszuhelfen, verdammt. Ach, darum geht es also. Um deinen eigenen Vorteil. Du bist und bleibst ein Arsch, Hendrik. Deine eigene Freundin zu manipulieren und zu betrügen, um sie dann für deine Zwecke zu benutzen? Angewidert wandte ich mich ab. Dass du dich nicht schämst. Wie gut, dass Hannah endlich dahinter gekommen ist und sich nicht mehr für deine egoistischen Zwecke einspannen lässt. Hattest du am Flughafen dein verdammtes Maul gehalten, wäre die Situation jetzt völlig anders. Ich habe dir gesagt, kein Wort davon zu Hannah, doch du musstest ihr unbedingt die Wahrheit sagen. Seine Stimme war jetzt wieder ruhig und eiskalt. Eine gefährliche Kombination bei Hendrik. Das wirst du mir bezahlen, glaub mir. So lasse ich dich nicht davonkommen. Aus seinen Augen sprach der blanke Hass. Soweit war es also mit ihm gekommen. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und verließ meine Wohnung. Ich schloss die Tür und trat dann ans Fenster, um mich zu vergewissern, dass er auch wegfuhr. Doch ein mulmiges Gefühl in meinem Magen blieb. Ich wusste, ich musste seine Drohung ernst nehmen. Nachdenklich blickte ich dem schwarzen SUV hinterher, als er davonfuhr. Doch Hannah hatte sich endlich von ihm getrennt. Und das war das einzig Wichtige, was zählt. Ja, das war der Prolog und die ersten beiden Kapitel aus Nächte wie Mondsilber. Ach ja, der liebe Hendrik kann es wohl einfach nicht hinnehmen, dass er Scheiße gebaut hat. Und zwar richtige Scheiße. Und dass er seinen Bruder da quasi in Tage wie Sonnengold, haben wir das ja direkt am Anfang gehabt, dass er quasi seinen Bruder einspannt, um ihn zu decken. Und ich habe am Anfang des ersten Buches schon so gedacht, ob das gut geht. Ob da nicht doch noch die Wahrheit ans Licht kommt und dem Ganzen die Krone aufsetzt. Tja, scheinbar ist es ja so gekommen, ne? Adrian ist für mich ein Mann, der einen Gerechtigkeitssinn hat. Der weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, indem er sich auf Hendriks Angebot eingelassen hat, der aber mit ruhigem Gewissen sagen kann, ich habe nicht gelogen. Ich habe die Wahrheit gesagt und das hat sie verdient und das hat sie auch. Und deswegen bewundere ich ihn. Auch wenn ich vielleicht manche Gedankengänge von ihm nicht ganz verstehen konnte, dennoch bewundere ich ihn dafür, dass er wirklich den Arsch in der Hose hatte, den Mund aufzumachen. Nur was hat das mit Hannah gemacht? Hannah hat das alles unglaublich mitgenommen. Wir haben einen Einblick in Hannas Vergangenheit bekommen, in Tage wie Sonnengold. Da hatte ich echt Gänsehaut und habe ich echt gedacht, so puh. Und ich liebe es, wie sie am Anfang des Buches wirklich aufblüht, etwas für sich macht, an sich denkt. Das versucht hinter sich zu lassen, auch wenn das schwer ist. Und das ganze Buch über niemals den Kopf in den Sand steckt. Ja, hat sie Momente, wo es ihr schlecht geht, wo diese Erinnerung hochkommt, wo sie denkt so, ach Mann, warum war das denn jetzt so? Und diese Reise nach Namibia hat sie aber so verändert, dass sie einfach ganz anders durch ihr Leben geht. Und sie ist mir nochmal ganz besonders und bewusst ans Herz gewachsen, weil sie eine Frau mittlerweile ist, die wirklich für sich einsteht, die Rückgrat und
Stärke mitbringt. Und das finde ich so bewundernswert. Das finde ich wirklich gut. Und alles, was sie macht und wie sie reagiert, trifft absolut meinen Geschmack. Und wie gesagt, Adrian kann einem nur ans Herz wachsen für seine Aktion, die er plant. Das müsst ihr natürlich selbst lesen, was ich damit meine. Ich kann euch Tage wie Sonnengold und Nächte wie Mondsilber wirklich nur empfehlen. Lest sie auch wirklich in der Reihenfolge. Und ich glaube, jeder von euch hat mitbekommen, dass Carola einen wirklich tollen Schreibstil hat. Sehr bildhaft, sehr detailliert, sodass man wirklich die ganze Story und alles bildlich vor Augen hat. Und ich kann dabei sehr, sehr gut von meinem Alltag abschalten. Genau. Damit würde ich quasi meine Lesung heute schließen und eine ganz klare Leseempfehlung für die beiden Bücher aussprechen. Wer nochmal in den Anfang von Tage wie Sonnengold reinhören möchte, der schaut einmal bitte auf meinem YouTube-Channel vorbei und dann könnt ihr da auch nochmal mit reinhören. Und wer den ersten Teil kennt, der sollte definitiv Teil 2 lesen und das ganz, ganz schnell. Genau. Also viel Spaß beim Lesen, beim Kennenlernen. Vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen ein bisschen neugierig machen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!